Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ihr habt es im Thumbnail schon gesehen. Wacker geschlagen heißt die Folge hier, weil wir uns im letzten CK echt wacker geschlagen haben. Kann man nicht anders sagen. Wir schauen mal ins Kriegslog. Ich meine, wer jetzt aufmerksamer Beobachter meiner Videos ist, wird sehen, dass wir verloren haben, weil wir unseren Winstrike auf 0 haben und immer noch keine 250 Siege haben. Aber wir gucken mal rein, ihr seht's. Unentschieden, ja, unentschieden, verloren nach Prozenten. Und was eigentlich das wacker geschlagen heißt, der Gegner hatte auf seiner Seite, ich glaube bis hier, 6 RH11 und hatte hier unten, ich meine es ist der 13. gewesen, auch noch ein RH11. Der hat natürlich ganz locker bei uns 2 wirklich hohe 9er gemacht. Kann man nicht anders sagen, oder 9,5er sogar. Also ohne mit der Wimper zu zucken. Und ich finde, ja, was soll man sagen? Obwohl, war der es eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob der es war. Aber wir gucken uns mal den Angriff vom Lupi hier einfach mal an, auf diese Engineering RH11 Base. Und ich muss gleich nochmal nachschauen, ob es wirklich der 13er war, der hier die AGs gemacht hat, so hoch, oder ob das im CK vorher war, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber der Flash macht das hier echt super mit der Hexen-Bowler-Kombi und jetzt ist eigentlich gar nicht mehr so viel am Leben, aber er hat noch ein bisschen Lack am Ende, denn er schießt im Moment nichts auf die Queen, die kann sich jetzt erstmal um die Mauer kümmern, ja. Ja, ich nenne sie ja immer Mauern. Ja, ich hasse das, wenn die nur auf Mauern ballert. Und verzeiht mir den Begriff, aber manchmal ist es echt leidig, wenn die sich so von Mauer zu Mauer ballert und dann nicht durchkommt. Ja, das liegt einfach daran, sie macht dann halt ein bisschen zu wenig Schaden. Aber er hat das hier echt gut gemacht, kann sie am Ende noch ganz souverän zünden. Und dann waren das hier echt super 3 Sterne. Von 11 auf 13, keine Frage, Lupe ist ein 9,5er, also da brauchen wir auch nicht erwarten, dass er hier die 10er oder 11er macht. Aber er hat das hier wirklich gut gemacht. Und jetzt gucken wir mal. Ich muss mal eben schauen, ob das wirklich so war. Ob der 23er hier. Ja, der war das. Ja, der war das. Ja, den der Puppi hier gemacht hat. Das war hier der mit der anderen Engineering Base noch hier unten. Das heißt also, wir haben hier 8 Elfer gehabt, die dann auch starke Truppen gehabt haben. Gut. So super stark sind sie nicht, aber es reicht locker hier für einen 9,5er, wenn nicht sogar für einen 10er. Und der Kollege hier hat mit seinen Truppen ganz easy peasy bei uns mit, ich weiß gar nicht, 1800 Hocks oder so auf Max Level hier 2 RH9,5 gemacht, ohne mit der Wimper zu zucken. Also die Hocks sind dann auch echt schon stark mit den vielen Zaubern und ein Killsquad dann noch mit King, Queen und Warden, hast du keine Chance, ist einfach so. Ich hätte fast gesagt, als ich den seine Angriffe gesehen habe, der hat die einfach wahllos gesetzt, einfach so 17, 20 Hocks irgendwo abgesetzt und dann ritten die mal eben durch unsere 9 und 9,5er Bases. So war es einfach, es ist halt eine bittere Kiste, wenn der 23. bei uns den 11. oder 9. macht. Eigentlich haben wir haben uns trotzdem, glaube ich, gut verkauft hier. Teilweise erst mit den zweiten Angriffen. Ich habe hier auch mit meinen RH9ern auch die. Ich tue mal immer so, als wenn ich sie nicht kennen würde. Und kann sie natürlich doch gut kommentieren. Was habe ich mir hier gedacht? Ich habe gedacht, du machst hier mal ohne Mauerbrecher irgendwas. Gehst hier schon mit einem Sprung durch. Denn dann gehen die sofort auf die Def hinter der Mauer. Und ich muss nicht lange irgendwie mit Magiern oder mit meinen Helden darauf ballern. Und ich denke mal, das war dann ein schöner Gulalun. Ich bin gerade ein bisschen außer Atem, weil ich gerade so nach oben gelaufen bin, hier in den dritten Stock rein. Habe gedacht, schnell ein Video aufnehmen, bevor der nächste CK startet. Und ja, so kriege ich hier zumindest genau das, was ich gedacht habe. CB, Queen und 2 Lars, also optimal gelaufen für mich. Und die Lava-Hunde fliegen hier jetzt quer über die Base. Die, also was ich immer sehr, sehr wichtig finde bei Lava-Loons, vielleicht hört das ja mal einer der Neuner, dass sich die Lars nicht überschneiden. Das heißt also, hier kann nur eine La auf die Hunde ballern und nicht noch eine zweite.
denn ihr seht selber, eigentlich ist optimal gelaufen. Der zweite Hund tankt noch die La und jetzt hat er nichts mehr zu tanken, außer jetzt den X-Bogen, und den tankt er richtig gut. So dass das hier eigentlich dann, ja, das war schon relativ zum Ende hin. Ich habe auch mit meinen zweiten Angriffen der Neuner ziemlich lange gewartet diesmal. Das ist eigentlich auch nicht mein Ding, weil ich ja einige Angriffe durchbringen muss und die schaffe ich auch nicht in so einem normalen Arbeitstag. Die muss ich irgendwo zwischendurch planen, da muss ich Truppen bauen, muss mir selber ein paar Bruder spenden und so weiter. Und deswegen haben wir uns hier wirklich Base für Base durchgekämpft und Ziel war letztendlich, dass wir bis zur 9 hoch, hat uns Hocke vorgegeben, Leute, bis zur 9 muss alles unten sein. Und das Ziel haben wir uns auch hier gesetzt. Und ich habe hier gedacht, also ich denke mal, der Gegner denkt sich, dass, dass man von hier so rüberkommt. Nur dann kommst du immer ganz, ganz schlecht in die Base, weil Mauerbrecher rennen hier gegen oder rennen dagegen. Und ich habe mir einfach gedacht, ich komme mal hier oben aus der Flanke und mache hier die Mauern auf, beziehungsweise hier sind sie ja jetzt schon auf, und setze hier irgendwo bei dem X-Bogen, also nicht ganz drauf, aber ich glaube, ich habe ihn hier irgendwo gesetzt, setze ich mal meinen Sprung an, gleiches Ziel wie beim Golaloon vorher, beide Lars müssen weg und der Feger womöglich auch noch, optimalerweise auch noch ein Feger mit weg, dass ich nicht noch gegen den Feger ankämpfen muss mit meinen Loons und mit meinen anderen Truppen. Und so habe ich hier, jetzt ist der Feger weg, jetzt schaffe ich sogar noch ein paar Tesla hier und kann jetzt eigentlich, ja gut, es kommt noch der Feger, aber der schießt nicht mehr so super stark auf meine Loons hier. Pustet sie zwar weg, aber ich nehme mir im RH9 Bereich, das werdet ihr später auch sehen, auch als Zehner, nehme ich mir einen Heilzauber mit, wenn ich keinen Infernus habe. Also ein Heilzauber, und ich sage mir vor allen Dingen immer vor den Angriffen, ich sage immer, Thorsten, bewahr den Heilzauber auf. Bewahr den Heilzauber auf, setz ihn nicht bei deinen Killsquad, setz ihn bei den Loons, die brauchen den und nicht deinen Killsquad. Und das sage ich mir dann ganz, ganz oft. Und ja, so wie hier funktioniert das auch dann, wenn nicht immer, aber meistens funktioniert es. Und das schwöre ich mir irgendwo so ein. Und dass ich den bloß nicht verschwende auf meinen Killsquad, denn es lohnt sich nicht, die Golems durchzuheilen oder mein King oder meine Queen, die haben einfach viel zu viele HP, sondern ich muss damit echt die Loons heilen. Und ja, ich denke, das ist mir an der Stelle ganz gut gelungen. Wem auch wieder was gelungen ist, das stinkt mich ein bisschen an, Loki, falls du mal meine Videos guckst, dass du extrem lange wartest und dann irgendwann reinkommst. Ich meine, Ausreden kann jeder haben, WLAN scheiße, ich stecke irgendwo auf den Acker. Und LTE sowieso nicht möglich, weil wenn du irgendwo mitten auf deinem Acker mit dem Trecker stehst, dann hast du vielleicht gutes GPS, aber du hast echt eine scheiß LTE-Verbindung. Und aber ich finde, es fällt ein bisschen auf, dass du immer sehr, sehr lange wartest und kein Angriff von dir geht auf RH10, sondern meistens noch um RH9 hier, um den Rest zu machen, um den Rest hier rauszulutschen. Das hilft uns an der Stelle nicht. Wir müssen hier, ich habe das heute Abend mal gesagt, wir müssen hier Zehner haben, die Eier haben, hier Elfer zu zweiern. Das reicht. Ja, so müssen wir vorgehen. Ich habe mit meinem ersten Angriff auch ein RH11 gemacht, allerdings ohne Adler, aber es ist ein RH11, das heißt, er hat mehr Mauern, er hat ein bisschen mehr Def, er hat da irgendwo so einen Warden, der auch so manchmal so einen Zap wegmacht. Und habe im ersten Angriff einen Zweier auf ein RH11 gemacht, auf die Nummer 6, das heißt also 6 auf 6 hat mein Gegenüber genommen. Und das, denke ich mal, hat so ein bisschen mehr geholfen, als dass man hier so endlos lange wartet. Ich meine, okay, er hat uns damit natürlich auch geholfen, um die restlichen Neuner hier wirklich clear zu machen. Gar keine Frage. Aber zu den Zeitpunkten hatten wir auch keine Neuner mehr auf. Es waren alle verballert und deswegen waren das hier schon starke Angriffe dann vor allen Dingen auch am Ende. Wir haben dem Gegner echt zugesetzt, haben auch dann zum Ende hin nochmal stark geführt und haben einfach nur durch Prozente dann am Ende verloren, denn ich hatte mit dem Gara noch jeweils einen Angriff offen. Den Gara kennt ihr, das ist ein 3-Sterne-Garant, fast ein 3-Sterne-Garant, hätte ich mal so gesagt. Ich will mich nicht ganz so weit aus dem Fenster legen, denn jeder hat mal einen schlechten Tag, so wie der Hockemann einen schlechten CK gemacht hat. Aber der Gara ist dann schon einer,
der wirklich im RH10-Bereich oftmals 3 Sterne holt und der dann auch zum Schluss noch was gerissen hat. Ich als allerletzten Angriff dann noch auf ein RH9, beziehungsweise auf ein RH9 halber, so muss ich sagen. Und wir haben bis kurz vor Schluss wirklich 68-67 geführt und die letzten beiden Angriffe von denen vom Gegner waren wirklich entscheidend, denn der Gegner musste dreiern an der Stelle. Er musste dreiern, um uns A im Stern noch gleich zu ziehen oder zu gewinnen, wenn es 2 Dreier gewesen wären. Also jeder Clan hatte noch 2 Angriffe am Ende offen. Oder aber man gewinnt dann halt nur 1 Stern und gewinnt nach Prozenten, so wie der Gegner das hier leider gemacht hat. Es war wirklich ultra knapp, muss ich sagen. Und aber trotzdem hier ein schöner Angriff von Kylie Jenner. Lasst euch nicht täuschen, ist ein Kerl. Heißt im RL Tony, ist bei mir in der Community irgendwann hier reingekommen. Ich hab's auch irgendwann mal gemerkt, dass er hier reingekommen ist. Und ja, das ist das 9,5er, was ich hier gemacht habe. Ich habe mir hier gedacht, ein Golaloon reicht. Auf diese Base hier, das musst du einfach packen, Thorsten. Denn du bist hier ein reiner RH10er mit Max-Helden und Max-Truppen in deinem Bereich. Okay, die Lakis sind jetzt nicht Max, aber für das, was sie jetzt auch gerade machen, da reichen die auch auf Level 1, da brauchen sie halt nur länger. Und auch hier bin ich völlig mauerbrecherlos vorgegangen. Ist ja nicht mein Ding, wisst ihr auch von mir, dass ich gerne so ein paar Mauerbrecherchen mitnehme, aber ich wollte auch hier, dass direkt die Golems voll in die Base gehen, voll reintanken. Und ich denke, mein Funnel ist auch wirklich gut gewesen an der Stelle. Deswegen habe ich auch vorher noch ein bisschen getauscht, habe gedacht, kommt 2 Loons weniger, ein paar Lakis rein. Und nicht, dass hier irgendwas krumm läuft, King läuft krumm oder Bowler laufen außenrum, sondern alles läuft hier wirklich super rein. Ich schaffe hier, wie ich es eigentlich will, die Queen, die CB, schaffe 2 Lars. Das hat mir an der Stelle gereicht, denn die Masse an Loons hier, obwohl hier natürlich schon im RH10-Bereich Max Lars auf mich zukommen, habe ich ja aber einfach beide Hunde auf die eine Lar erstmal stürmen lassen. Und auch hier, die Lars überschneiden sich nicht. Das ist das Wichtige. Die Lars dürfen sich nicht überschneiden. Und so dass immer nur eine Lar maximal auf meine Loons ballert. Auf meine Lava-Hunde ballert. Und so kann der ganz, ganz gemütlich jetzt zur nächsten Luftabwehr fliegen. Jetzt habe ich immer noch ein Eilzauber über. Da hatte ich diesmal 5 Stück mit. Und am Ende wusste ich, ja, meine Queen ist noch pickepacke voll gewesen. Also X-Bogen war ganz locker drin. Und natürlich auch der Magierturm, denn der macht jetzt wirklich nicht viel Schaden für meine Queen. Ja, und ich denke mal, das war der allerletzte Kampf hier. Das war eigentlich der 67-66 Angriff. Nee, der 68-66er Angriff. Gara hatte vor mir angegriffen. Und also taktisch gewesen ist das hier wirklich krass von uns, muss ich mal so sagen. Und der Gara hat sich hier im ersten Angriff den 7er geschnappt mit dem 3er. Ja, wenn ihr mal genau hinguckt, meine alte Base. Ja, hätte der Gara sogar üben können, aber vielleicht hat er sich daran erinnert, dass ich fast identisch mal so gedreiert wurde. Aber ich denke mal, mit so einer Kombi hier, so eine starke Queen, dann schaffst du auch meine alte Base. Ich nehme sie ja nicht mehr. Ich hatte die relativ lange, nämlich so lange, bis ich gesagt habe, wenn ich 3 kassiere vom RH10er, dann ist die Base weg. Irgendwann habe ich mal 3 kassiert vom RH10er und dann habe ich die ausgetauscht. Ich habe sie immer noch drin. Da können die Leute dran üben. Ich kann es nicht mehr genau sagen, ob der Gara hier vorher eine Runde bei mir geübt hat. Ich hatte auch ganz ordentliche Dev-Truppen in meiner Clanburg. Aber er funnelt hier sehr, sehr gut. Oben geht die Queen natürlich gnadenlos ihren Weg. Also das ist schon mal wieder wirklich krass gewesen. Jetzt erst gezündet bei dem starken King. Und dann noch mit den Valkyren und der Masse an Bowlern, die hier noch leben. Also da konnte man hier schon ganz, ganz locker sagen, ah, krasse 3. Richtig cool gemacht von Gara. Und so ein müssen wir einfach in dem Bereich oben noch ein bisschen mehr haben. Noch so 1, 2, das reicht. Die wirklich den Mumm dann auch haben. Zum Ende hin noch ein RH11 zu 3ern, denn ich glaube, zu 2ern, denn ich glaube, er hat sich diese echt starke Base vorgenommen. Ich habe gedacht, als ich die Base gesehen habe, denn da hat sich bei uns erst ein RH11 dran versucht, hat hier nur 1 Stern rausgeholt und das ist schon
Das schon, also ich finde, für ein RH11 ist das eine richtig krasse Base hier. Aber der Gara, ja, ich habe jetzt, ich zeige jetzt halt zwei Angriffe vom Gara nacheinander, weil ich finde, sie sind wirklich schön gewesen und kommen aber zum Abschluss auch noch zu unserer derzeitigen Nummer 1 hier im CK, die wir dann hatten. Auch hier war ich wieder recht hoch gelistet. Ich wundere mich im Moment, woran das liegt, aber ich habe zwei von unseren RH10, die schon lange RH10 sind, also viel, viel länger als ich RH10 sind, überlaufen. Das heißt, ich bin im Ranking höher als die beiden sind. Da muss ich mal genau nachforschen, warum das so ist. Ob das an den Mauern liegt, dass die so eine hohe Gewichtung bekommen, oder jetzt an dem, dass ich auch nicht mehr wirklich viel zu tun habe. Ich bin maxed out, aber ich meine, der Hank ist auch maxed out, hat nur nicht so viel Mauern wie ich, hat die Helden noch nicht ganz so hoch, ist aber natürlich schon wesentlich länger RH11 als ich, RH10. Und ja, Gara weiß hier genau, wo er wie was setzen muss. Also das finde ich nach wie vor, da bin ich noch ein bisschen in der Findung, wie man hier am geschicktesten den Sprung setzt, denn der liegt hier 59 Sekunden jetzt. Und jetzt wirft er gleich auch noch einen zweiten Sprung, nämlich für seine Valkyren. Aber man muss auch ein bisschen berechnen. Der erste liegt ja jetzt schon ein paar Sekunden hier. Also irgendwann kann es natürlich auch sein, dass die Valkyren hier nicht mehr springen, weil der erste Sprung schon ausgelaufen ist. Aber hat jetzt schon hier 24% und hat sicherlich jetzt noch ein bisschen gewartet, bis wirklich die 180% geklärt waren hier. Denn erst dann kannst du die Valkyren reinschicken, damit die nicht irgendwo rechts oder links außen laufen. Aber er war sich jetzt recht sicher, die erste ging, hat schon mal was in der Mitte angepeilt und die Queen auch noch in der Mitte. Jetzt kann er sie super zünden und zusammen mit den Valkyren, kein Thema. Echt guter Angriff hier, 46%, ja. Da ist es auch egal, wo die Adler-Def jetzt noch hinhält. Hinten hat er noch drei Clean-Up-Magier gesetzt und da wusste man eigentlich schon, ja, die machen jetzt noch, die brauchen, oh, Entschuldigung, die brauchen jetzt nur noch ein Ding, ein Lager machen. Dann ist die Base hier Geschichte und ja, super 53% hier auf dieses echt starke RH11. Aber es hat trotzdem nicht gereicht, leider. Leider, leider, diese blöden Prozente mal wieder, aber dennoch, wir haben uns wirklich, wirklich wacker geschlagen. Und kommen wir mal zum Angriff. Ah, von diesen vielen Reden komme ich auch immer schnell durcheinander. Wir kommen hier zum Angriff von Masse, denn der war auch denkbar knapp. Also da habe ich auch gedacht, Alter, hoffentlich geht die jetzt noch. Ach nee, das war beim anderen Angriff. Ich glaube, dieser hier war recht deutlich auf die Ringbase hier. Da muss ich mal eben schauen. Nee, den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich noch nicht gesehen. Sein zweiter Angriff war wesentlich knapper auf die Nummer 5. Wir mussten halt, ja, leider, nee, nicht auf die 5, auf die, den haben wir von Gara, auf die Nummer 3 war es. Wir müssen hier halt dann mit unseren Elfern auf die Elfer drauf. Ist dann leider so. Und dann darfst du als Elfer, musst du irgendwo, ich nenne es mal so, sichere 2 machen. Ja, oder du musst halt als Elfer wirklich sagen, denn so stark sind wir im oberen Bereich, dass wir sagen können, wir 3er 10er. Ich war mir mit der 9 ja diesmal auch sehr sicher, dass ich den so schaffe. Und warum sollen das andere nicht auch sein? Also echt knapp verloren hier. Ist halt so, kann man nichts machen. Und bei mir in der BS hat sich nichts getan. Wir sind jetzt schon in der neuen Suche. Die dauert jetzt auch schon echt lange. Was mich wirklich freut, muss ich sagen, wir haben richtig nette neue Leute dazu bekommen. Und auch unsere neuen, die wir mit reinbekommen haben, sind hier gut integriert. Also das Gefüge passt mal wieder. Wir sind eine volle Truppe hier. 50-50, kein Mensch will hier gehen. Wir haben hier echt gute Leute gekriegt. Ihr seht das hier mit dem King Arthur, dem Chris und auch im unteren Bereich die neuen Leute mit Lukas, Moritz. Ich muss mal eben schauen, wie sie heißen. Da ist der Moritz. Harald will sicherlich wieder mal einsteigen. Der ist jetzt gerade wieder quasi aus einer einjährigen Pause gekommen. Und ich denke mal auch Apple Cap. Hallöle hat sich jetzt auch schon bewährt, hat auch schon seine ersten Sterne bei uns geholt als allerletztes RH9 hier. Richtig gute Truppe hier, ich bin richtig gut zufrieden, auch mit der Niederlage ist alles nicht so tragisch und ich habe ein bisschen weiter gefarmt, habe jetzt tatsächlich nur noch eine große Defense vor mir, die ich machen muss, nämlich den Feger hier. Mit dem, was ich hier allerdings hier oben drin habe, mache ich im Moment ein bisschen Kleingedöns, dass das auch mit durchgeht. Und ihr seht das hier, eine Sprungfalle ist hier auf dem Weg, die kostet immer 2 Mille, glaube ich.
Ja, ich würde sagen, komm, dann hat sich die Folge für euch gelohnt. Ja, Toto datet was ab. Zack, machen wir 3 Tage hier die Doppelbombe. Das ist meine letzte, denn die hier oben hatte ich schon als allererstes gemacht. Dann sind die schon mal durch. Und dann ist es das auch erstmal gewesen. Meine Herren, so viel laber ich ja eigentlich mein Lebtag nicht am Tag. Das waren ja zu viele Wörter. Da spreche ich den ganzen Tag mit meiner Familie nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da am Ende. Und schaut weiter meine Folgen. Ich bleibe euch in jedem Fall treu. Auch mal wieder mit dem Livestream. Ja, es kommt wieder was. Ich habe ein bisschen was in Planung. Ich will mal wieder mit euch ein bisschen clashen, ein bisschen lachen, ein bisschen grummeln. Und bis dahin, euer Toto. Läschen.